Ist das auch für Sie ein Tag der Freude? Sind es für Sie auch Tage der Freude, dass man endlich wieder offen ist? Naja, Folgendes. Wir dürfen nicht vergessen, die gestern die Tage der Freude inszeniert haben, sind jene, die durch ihre siebenmonatige sinn- und nutzlose Sperre es erst verursacht haben, dass quasi eine Mehrheit der Bevölkerung meint, eine Freude oder eine Freiheit zu verspüren. Also die Kerkermeister der vergangenen 7 Monate erklären dann die Freiheit, putzen sich ab und sagen, es war nichts gewesen. Ganz im Gegenteil, die letzten 24 Stunden, und ich war heute in der Grazer Innenstadt unterwegs, zeigen mir, dass diese Schikane gegenüber der österreichischen Gastronomie nicht funktioniert. Impfpass, Testergebnis, Antigentest, Gästeregistrierung, das sind Hürden, die gerade in dem großstädtischen Bereich viele Kunden davon abhalten, diese Gastronomie, den Tourismus, diese wichtigen Branchen in Österreich gerade in dieser schwierigen Situation zu unterstützen. Und es sind absurde Regelungen, es sind vollkommen verrückte Regelungen von Hirnschwangeren, positiv Getesteten entwickelt, die mit der Realität, mit der Lebensrealität eines Wirtes nichts zu tun haben. Daher freue ich mich nicht, sondern es zeigt sich, dass das, was die Bundesregierung hier an Willkür gegenüber der Gastronomie auferlegt hat, nämlich ihre Wirkung zeigt im Negativen. Herr Groß, allerdings gibt es ja jetzt schon die Nachricht, dass ab 28. oder dass am 28. Mai nächste Woche eine Expertenkommission tagen wird und da könnte man entscheiden, die FFP2-Maskenpflicht schon fallen zu lassen. Das würde ja die Situation wieder etwas entschärfen in der Gastro. Ja, also das ist die übliche Salamitaktik. Heute wird groß angekündigt, im Juni werden alle durchgeimpft. Ich darf jetzt einmal die Damen und Herren Journalisten fragen, wie lange sie sich vom Pastinocchio im Bundeskanzleramt noch an der langen Nase durch die Arena ziehen lassen. Diese Ankündigung, dass im Juni alle durchgeimpft sind, macht der Bundeskanzler wie eine tibetanische Gebetsmühle jede Woche. Und die braven Journalisten müssen quasi zur Pilgerreise ins Bundeskanzleramt antreten und sich jede Woche more of the same anhören. Und nun wird in derselben Salamitaktik, nämlich von einer PR-Ankündigung nach der anderen, die sogenannten Lockerungen verkündigt, weil dieser Bundeskanzler Basti, Korrupti, Fantasti, gerade in den Umfragen den Hintern auf Grundeis hat und nun meint, jede Woche eine neue Freiheitspressekonferenz geben zu können, in Form einer Salamitaktik. Ich sage Schluss aus, wenn es einen vernünftigen Bundeskanzler und einen Gesundheitsminister gäbe, dann müsste er genauso wie im Mai 2020, wo es alle diese Regelungen nicht gab, aber mit dem einen Unterschied, 2 Millionen Menschen, die noch nicht geimpft wurden und dennoch hat es diese Willkür nicht gegeben, müsste ein Bundeskanzler und ein Gesundheitsminister hergehen und sagen, wir öffnen, wir legen der Wirtschaft keine Steine mehr in den Weg, wir legen den Menschen keine Steine mehr in den Weg und dann wären es glaubhafte Öffnungsschritte, anstatt nach der Salamitaktik jede Woche ein bisschen was. Ja, dann kommt einmal die Maske weg, der Maulkorb, der wird dann zur Schnäuzfahne, als nächster kommt dann der Test weg. Das ist ja unglaubwürdig und noch einmal, mir ist Österreich zu schade, als es dieses Land einem Kanzler zu opfern, der nur in seiner PR-Blase lebt, aber von den Lebensrealitäten der Menschen keine Ahnung hat. Sie waren ja bereits in der letzten Woche in Venedig, auch da durften wir mit Ihnen skypen. Da haben Sie uns mitgeteilt, wie angenehm das Dolce Vita dort ist. Nun waren Sie gestern auch in Österreich, konnten also die Öffnungen auch miterleben. Haben Sie also gestern auch die Gastronomie persönlich bei sich zu Hause genutzt? Na, selbstverständlich. Ich war gestern in meinem Lieblingslokal in der Südsteiermark, heute in der Grazer Innenstadt unterwegs und habe einen Kaffee getrunken. Und für mich beginnt ja auch ein Stück Normalität. Aber das, was ich nicht verstehe und das, was kein Mensch in diesem Land versteht und sich fragt, welche Verrückte in der österreichischen Bundesregierung, welche Einzeller hier diese Regelungen gemacht haben. Wir blicken auf Italien, wir blicken auf dieses Land, das mit Bergamo eine humane Katastrophe vor einem Jahr geliefert hat. Ein Land, das übervorsichtig ist und das seiner Gastronomie nicht diese Hürden auferlegt. Ich habe vorige Woche in Italien Lokale besucht, aus freien Willen und freien Stücken, wann es mir eben gepasst hat, ohne dass ich einen Impfpass vorlegen musste, ohne dass ich einen Reisepass vorlegen musste, der den Impfpass legitimiert, ohne dass ich eine Gästeregistrierung durchführen musste und ohne dass ich ein Corona-Attest mitführen musste. Und das ist ja schwachsinnig. Vor einem Jahr zur gleichen Zeit hatten wir das auch nicht gebraucht. Wir haben heute dieselbe Inzidenz wie vor einem Jahr mit dem entscheidenden Vorteil, dass ein Drittel der Bevölkerung geimpft ist und die Risikogruppen
alle geimpft sind. Daher frage ich mich, wie dumm kann ein Mensch auch auf einem Regierungssessel sein, dass er, obwohl er diese Fakten weiß, dennoch der Meinung ist, mit angezogener Handbremse der Wirtschaft zu helfen. Wir reden hier von Branchen, die seit 7 Monaten geschlossen waren. Da hat der Letzte das Licht ausgedreht. Und wir reden heute noch immer von einer Nachtgastronomie, von Clubs, die noch immer geschlossen sind, die seit 14 Monaten geschlossen sind. Und wir reden von Betrieben, die erst jetzt sind, im Mai, heute, Ende Mai, erst die Entschädigungssummen von Jänner ausgezahlt bekommen haben. Nur damit wir mal verstehen, wie es der österreichischen Wirtschaft, wie es der Gastronomie geht. Und die Gastronomie ist auch der Schlüssel für den Handel im innerstädtischen Bereich. Allerdings, Herr Groß, wenn man sich jetzt ansieht, die Situation auch in den liebsten Urlaubsländern der Österreicher, Spanien, also Mallorca, Ibiza, Griechenland, auch da wird es ja diesen Sommer keine Nachtgastronomie geben, also maximal bis Mitternacht, 12:30. Aber dann Clubs und Diskotheken, die werden auch nicht aufsperren dürfen. Also ist da ja wohl offensichtlich auch international, ist man da auch vorsichtig, also nicht nur in Österreich. Ja, mit Verlaub gesagt, nur weil die anderen strunzdumm sind, müssen ja nicht wir strunzdumm sein. Ich darf nur, weil wir jetzt diese Vergleiche treffen, mich erreichen jeden Tag Fotos von Menschen, von Facebook-Followern oder auf Insta oder auf TikTok oder auf Twitter, egal wo, in meinen sozialen Netzwerken von Bildern aus Kroatien, wo die Menschen ganz normal ohne die ganzen Repressalien in den Wirtshäusern sitzen. Mich erreichen Bilder aus Slowenien, mich erreichen Bilder aus Italien, mich erreichen Bilder aus Frankreich von Emmanuel Macron, der gestern ohne diese Eintrittstest und den Schwachsinn in einem Kaffeehaus sitzt. Und zurückkommend auf die Dummheit aller anderen. Ja, das zeichnet ja Corona aus, dass ja alle von dieser Massenhysterie erfasst wurden, bis auf wenige Länder, wie zum Beispiel Schweden. Und in Schweden wir eine geringere Übersterblichkeit haben als in dem großartigen Land Österreich, wo ein Kerkermeister und die 3 Panzerknacker uns seit 14 Monaten das Licht ausgedreht haben. Also die Schweden, die kein einziges Mal ihre Lokale geschlossen haben, kein einziges Mal ihre Schulen geschlossen haben, kein einziges Mal die Kinder regelrecht mit den Tests vergewaltigt haben, die sind besser durchgekommen durch die ganze Krise als das sogenannte Österreich, das immer mit einem Auge zu Frau Merkel schielt, was die gute Dame dort, die seit 2015 ja nur mehr in die Scheiße greift, politisch gesehen, was die macht. Also ich würde sagen, wir haben ein Hirn vom lieben Gott bekommen. Ich nehme es an, auch die österreichische Bundesregierung bei ihrer Geburt oder deren Mitglieder. Sie sollten es langsam aber sicher einsetzen, denn es ist 11:55 für unsere Wirtschaft. In Österreich wird jetzt der Impfturbo gezündet. Jeder und jede, die möchte, kann bis Ende Juni eine Erstimpfung erhalten. Aber es geht weiter. Im Herbst wurde heute schon angekündigt, wird es eine Drittimpfung geben. Wie sehen Sie diese Boosterimpfung? Ja, großartig. Also ich habe den österreichischen Bundeskanzler und den politisch verblichenen Herrn Angstschober noch im Gehör. Niemand hat die Absicht, eine Impfpflicht einzuführen. Niemand hat die Absicht, eine Mauer aufzubauen, wie Walter Ulbricht einst die DDR-Mauer verneint und verleugnet hat. Und 2 Wochen später ist sie gestanden. Und heute lesen wir zum Beispiel auf UE24 auf der Startseite von einer österreichischen Schauspielerin, die kein Engagement mehr bekommt, weil sie sich dieser Impfapartheit nicht unterzieht. Um es nicht falsch zu verstehen, ich bin geimpft. Ich bin gegen Tetanus geimpft, gegen Hepatitis, gegen FSME. Ich bin kein Impfverweigerer. Ja? Und ich glaube auch nicht, dass Bill Gates die Chips über die Impfung installiert. Also in das Eck lasse ich mich nicht drängen. Aber ich habe von Anfang an gesagt, der Mensch muss in Österreich die Möglichkeit haben, aus freien Stücken zu entscheiden. Und dass nun die Impfung nicht nur angehängt wird an der Einschränkung des Freiraums, des Spielraums, sprich ohne Impfung nicht mehr in Lokale, ohne Impfung nicht mehr ins Hotel, ohne Impfung nicht mehr ins Flugzeug, vielleicht ohne Impfung nicht mehr in den Supermarkt, sondern, dass wir heute lesen, ohne Impfung kein Arbeitsplatz mehr, ohne Impfung kein Einkommen zum Auskommen, heißt für mich, dass von dieser Regierung der gelebten Lüge eine Impfapartheit eingeführt worden ist. Und daher auch mein Zorn heute, dass ich mich über den sogenannten Impfturbo nicht freue. Ich dachte bis dato immer, es ist eine freiwillige Entscheidung. Warum? Weil der geimpft ist, der sich freiwillig impft, ja sowieso geschützt ist. Der braucht sich über den Nicht-Geimpften nicht ärgern. So habe ich zumindest die Technik
quasi den Ablauf einer Impfung verstanden. Aber nun geht offenbar die Regierung her und sagt, es muss jeder geimpft werden, und wer im Oktober nicht ein drittes Mal impft, hat keine Freiheit, und wer dann im nächsten Februar nicht ein viertes, ein fünftes Mal geimpft ist, ist ein Land der Geimpften. Wir impfen in Zukunft nur mehr. Also ich würde sagen, zurück zur Freiwilligkeit, zurück zur eigenen Entscheidung jedes einzelnen Menschen über sein eigenes Leben. Es ist die Zeit gekommen, die Hysterie endlich zu beenden und den Menschen tatsächlich eine Freiheit zugestehen, nämlich die Freiheit, die sie vor dem März 2020 hatten. Herr Groß, vielleicht auch eine Frage, weil wir jetzt gerade beim Thema Impfen sind, noch zu diesem neuen Impfpass mit dem QR-Code ab 4. Juni. Leicht ist es ja nicht, das herunterzuladen, vor allem für viele ältere Menschen mit der Handysignatur ist das nur möglich. Ich habe es selber noch nicht geschafft, weil ich noch nicht die Zeit hatte, mich damit zu beschäftigen. Aber jetzt heißt es ja, oder gibt es Kritik am neuen Gesetz dazu, dass da eben auch Daten einsehbar sein werden, wie zum Beispiel, was man verdient, welche Krankheiten man hatte. Wie ernst ist denn da die Lage, was den Datenschutz betrifft? Ich sage, seit Jänner, seitdem es diese Pläne gegeben hat, spätestens seit März, seitdem Bundeskanzler Kurz vom grünen Impfpass formuliert hat, also der Stigmatisierung der Leute anhand ihres Impfpasses, Achtung, das ist verfassungswidrig, das ist datenschutzwidrig. Und es bewahrheitet sich. Da sind ein paar türkise Buberln in der Familie, in der Cosa Nostra, im Bundeskanzleramt gesessen, die den ganzen Tag Cash of Clans spielen und den ganzen Tag mit dem Handy, weiß ich nicht, irgendwelche Seiten durchleuchten und haben sich gedacht, ist eine super Geschichte. Jetzt machen wir die Cash of Clans Republik quasi. Jeder kriegt ein eigenes Programm, das ist dann kein Spielprogramm, das ist dann ein Impfprogramm, da laden wir alles auf und es ist in Wahrheit das gleiche Chaos wie die von der Regierung beim Roten Kreuz in Auftrag gegebene Corona-App. Denn die hat nach 2 Wochen eine Beerdigung zweiter Klasse erfahren. Das hat Millionen Euro Geld gekostet und die Regierung war nicht imstande, diese App tatsächlich datenschutzsicher zu gestalten und die Bevölkerung hat sich verweigert. Und dass ausgerechnet diese Regierung, die nicht einmal imstande ist, Stichwort Kaufhaus Österreich, eine Wirtschaftsplattform im Internet zu implementieren, weil sie offenbar noch immer zwischen den Ministerien mit Brieftauben arbeiten, mit der Post oder mit Schiffertafeln stemmen, dass man dieser Regierung zutraut, einen elektronischen Impfpass datenschutzsicher zu entwickeln, das war mir von Anfang an klar, dass das zum Scheitern verurteilt ist. Ich meine, das ist ja ungefähr so, wie wenn man der Frau Holle den Auftrag gibt, für Sonnenschein zu sorgen. Es wird auch nicht funktionieren.